Also hier feiern die Schweizer also den Mord an den Europäer und ihre Kinder. Das ist den Scheiterhaufen. Das war eine Schweizer Idee, das zu machen, die Schwester der ISIS. Also am 1. August 2010, jedes Jahr. Schrecklich. Ja. Und sie wissen es. Also den Scheiterhaufen hier. Symbolisch werden da die europäischen Frauen verbrannt. Also die Gute. Und die Böse, die Schwester der ISIS, die machen das. Hier in Basel am Rhein haben wir da das Hotel Les Trois Rois. Alle Hoheiten und Pharaonen und sogar Napoleon III oder weiß ich was, der ist hier gekommen. Und da nebenan ist ein Schwimmbad oben auf dem Dach. Und es stehen vier riesen Obelisken aus Kupfer. Für wen denn wohl? Weil man kann sie nicht sehen von hier, dass es Obelisken sind. Für wen haben sie dann diesen Aufwand gemacht? Nein, das ist natürlich für diese Herrscher und Herrscherinnen, die hier da im Schwimmbad rumplanschen. Damit sie sich so schön wie in Ägypten unter sich, ganz weg von alle anderen, wo nur diese zugelassen werden, sich unterhalten können über die Unterwerfung Europas, die Welt und ihre Kinder. Voilà. Also von hier nochmals, man sieht es nicht. Also für wen haben sie dann gemacht? Für sich selber, inside. Ja. Okay. Was ist das da? Na, ein schönes Bild da. Wahrscheinlich die Bullen wieder. Überpräsent. Ja, naja, gut. Von dieser Seite sehen wir es nochmal. Und wir sehen sehr gut. Da, jetzt nach oben. Hier sieht man sehr gut, dass es Obelisken sind. Sehr deutlich. Sehr deutlich. Hier in Saint-Léger, ich bin hier 100-mal vorbeigekommen, ich habe es nie mal gesehen. Da beim Krankenhaus. Und da sind die Bullen. Die haben gern so Gitter. Ne? Und da ist ein Teil vom Krankenhaus. Da sieht man die Dreiecke Freimaurer überall. Und da überall die Sonne Hieroglyphe. Also die Präsenz der Pharaone ist hier ganz, ganz, ganz sichtbar. So. Krank. So, Schützenstraße in Luzern. Und da gehen wir schauen, was wir da sehen. So. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Da, der Stab ist der Stab von Moses. Auch ein Phallus-Symbol. Und damit machte er das Meer auf. Also der Pharaone und sein Heer sind verschwunden ins Meer der Völker. Und der Faust ist einfach, wir machen eine Faust von innen hinaus. Der Feind im Inneren. Und der G ist vom Gola oder Golut. Das heißt Diaspora, Geheimzeichen der Freimaurer und Pharaon. Hier habe ich das schlimmste Gefühl, was ich je gehabt habe. Also hier sind Kinder. So, hier sind wir in Wieden, Kanton Aargau. Drei Säulen, das sind die drei Birken von den Pharaonen, von den Freimaurern. Ne? Wir haben das im Garten und wenn sie einmal Hilfe fragen, wird eine umgesägt, zweimal der zweite und beim dritten Mal, wenn sie Hilfe fragen, müssen sie sich umbringen. Denken wir an Uwe Barschel, John F. Kennedy und so weiter. Das ist mal witzig, das Schild hier da oben, das ist ein Dreieck, Pharaonen und Freimaurer, Symbol gerade da unten, das ist das Bild des Volkes, die drehen im Kreis herum. Ja. Also das sind alles Eulen da drauf, hochgradiges Freimaurer-Symbol. Der rote hat auch auf der Hinterseite und die andere nur auf einer Seite.
Ja. Und da gibt mir das Symbol vom Shell, ne? Der Muschel. Da auf die andere Seite stehen sie auch noch auf dem Dach. Da haben wir das Dreieck der Freimaurer und Pharaone K, die Seele. Sie, Isis vielleicht. Auf der einen Seite stehen 4, auf der anderen Seite 3. Und 3, warum? Es gibt auch 3 dunkle, so wie da, und 4 weiße. Weil die Unterseite einer Pyramide hat 4 Ecken und das sind die 4 Elemente, sehr wichtig für sie. Und auf der Seite einer Pyramide, so wie das Dreieck da, hat es 3 Ecken und das symbolisiert die religiöse Dreifaltigkeit. Also hier in Wieden, bei Zürich, im Kanton Aargau. Wirklich fürchterlich. Und das ist finanziert worden auf diese Bedingung. Die haben das bezahlt, haben an die Gemeinde. Ne? Unter dieser Bedingung, da werden keine weiteren Angaben von den Spendern angegeben. Ja, verstehen wir. Ne? Es ist sicherlich noch mehr da Symbolik da dahinter, aber ja, das war's denn. Die Größe hat dann auf 2 Seiten eine Eule. Hm? Gut. Schauen wir noch von der anderen Seite hier. So, das ist etwa von der anderen Seite da. Das ist Eule. Und der Eule soll ein Tier sein, was in die Seele hineinschaut. Das ist auch das Symbol der Psychiater. Und die Psychiater sind natürlich auch alles Pharaonen. Seelenklempner. Ja? Okay. Ja, und hier in Wieden war ich dann natürlich bei Dr. Brainsurfer auf Besuch, der meinen Film sehr der Hammer gefunden hat. Ja. Ja, also hier bin ich in Spiez, eine Art von Kapelle. Mit so komischen Bildern da. Ein Herz hat ein Dolch drin. Oh ne, das Herz hat ein Dolch und ein Stacheldraht. Und da IHS. Das sind ja Heilige. Oder Schweizer Scheinheilige. Und dieses Kreuz, dieses Bild hat der Dolch im anderen Herz. Und dann noch der Stacheldraht. Und da steht R-I-H. Mit so der Winkel und der Zirkel da. Ja, da. Wieder 2 Schweizer Scheinheilige. So. Da haben wir ein Hakenkreuz. Mitten in der Schweiz. In Schwyz, wo die Schweiz angefangen hat. Hier hat das Ganze angefangen, die Zerstörung Europas. Hier haben die Templer den Templerschatz gelassen und da sind die Freimaurer draus geboren und die Schweizer Banken. Ja. In 1,5 Monat nach dem Ende der Kreuzzüge, also 1. August 1291, Hakenkreuz. Ich habe bewiesen im Buch, dass das Hakenkreuz kommt von einer Pyramide. So. Also hier bin ich bei der von Redinghaus, richtige Pharaone, hier hat die Schweiz wirklich hier angefangen. 2 Obelisken, die Joachim und der Boas. Also das sind ohne Zweifel die älteste und erste Obelisken der Schweiz. Sie standen hier schon vor 1291 schon, denke ich, als die Templer hier gekommen sind. So, von Reding, die meist einflussreiche Familie hinter den Kulissen in der Schweiz. Nochmal hier der Eingang, da das Schild, Redinghaus, das ist alles steht. So. Und auf die andere Seite, Pharaonenzeichen, die ganze Wand ist voll hier damit. Ganz komische Zeichen da. So. Das ist die Innenstadt, Dreieck der Freimaurer da. Wenn der Krieg kommt, setzen Sie diese Symbole zusammen mit der Sonnenhieroglyphe vor allem über die Tür auf Ihr Haus und werden Sie überleben. Genauso wie die Juden in Israel bei den Pharaonen gemacht haben mit dem Blut, Schafblut über die Tür. Alles Geheimsymbole. Nochmal vor dem von Redinghaus hier. Ich habe es befürchtet, aber dann habe ich es nicht mehr geguckt. Natürlich ist die Sonnenhieroglyphe da, bei dem Brünneli, bei dem Wasser. Setzen Sie um Gottes Willen dieses Symbol über die Türe Ihres Hauses bei dem Krieg, der am Kommen ist. Dann werden Sie überleben. Oder die Wenn nicht, dann geht es ganz schnell. Und das Dreieck.
Natürlich. Mit dieser Elektronik, elektronische Daten und so, Computer, ist es nicht mehr das gleiche wie im Mittelalter, aber immerhin. Ja, ja. So wie, naja, also hier sind wir genau da, wo das Elend anfing in der Schweiz hier, mit den Templern. Das ist Stauffacher. Sieht ja richtig europäisch aus. Ne? Das ist der Fürst, Walter Fürst. Sieht auch so europäisch aus, komisch. Das ist Anderhalden, Arnold. Ja. Überall da die Sonnenhieroglyphen natürlich. Und da, dahinter, ganze Brünneli ist voll. Und da. Und drehe ich mich noch um. Natürlich ist da der Dreieck. Und da, überall. Der Ursprung des Elends hier. Ja. Und da, überall. Dreieck mit so einem Hieroglyphen. Und das hier ist gebaut worden in, oder gemalt worden von einem Deutschen, Ferdinand. Noch etwas. In 1891 wurde das gemalt von einem Deutschen, Ferdinand. Also 600 Jahre später. Nach 600 Jahren kann man davon ausgehen, dass das nicht mehr die richtigen Köpfe sind. Und ich habe die Gemälde damals gesehen bei von Reding. Das war ein richtiger Pharaon. Das ist alles Verarschung, so wie Wilhelm Tell. Das ist erst 100 Jahre alt hier. Also Ferdinand Wagner hieß er. Überall Sonnenhieroglyphen, überall. Da auf dem Dach noch. Dreieck der Freimaurer, da. Überall, voll. Die Tür ist wie ein Tempel. Der Eingang wie ein Pharaonentempel. Tja, da, überall, das Nec plus Ultra, das Mekka, der Pharaon, Schwitz. Und da, ich weiß nicht, ob ich sehe von hier, das ist noch ein Hakenkreuz da drauf. Ja, das ist auch nur so eine Art vom Hakenkreuz. Es ist voll damit. Und da natürlich wieder die Sonne überall. Machen Sie das bitte auf Ihr Haus. Aber erst warte, wenn der Krieg anfängt. Guck mal hier, da die Gründungsvater. Ne? Und da auf die andere Seite haben wir Isis. Isis. Und da haben wir Ma'at oder Themis. Ma'at aus Ägypten. Mal überall die Sonnenhieroglyphen. Naja, es ist voll, voll, voll. Da ist Märchen mit dem Willem Tell da. Voll mit Hakenkreuzen hier. Da habe ich noch mal ein Hakenkreuz. Hat jemand noch Fragen? Ne? Wir wissen, wer hat die Nazis finanziert? Die Schweizer Banken. Und wer waren die Nazis? Das war dieses kriminelle Verein, dieser Templer. Darum hat die Kirche sie auch geholfen, die Nazis nachher nach Südamerika zu fliehen. Die hassen Europa hier. Ja. Die haben so viel Leid und so viel Toten gebracht und so viele Kinder unter Bomben. Das sind die Schweizer. Und das sind die Beweise dieses kriminellen...